Das Böse begrüße euch und herzlich zurück hier bei Ori and the Will of the Wisps. Die letzte Folge war sehr, sehr traurig. Wir mussten mit ansehen, wie Kuh leider Gottes die Jagd von Shriek nicht überlebt hat. Und wir sind gerade so ein bisschen dabei, hier Nebenquest-mäßig aktiv zu werden. So zum Beispiel werden wir jetzt hier mal ein Gerücht untersuchen gehen. Ich weiß, es gibt so unglaublich viel zu tun und ich bin unglaublich langsam und so, aber... So, Tintenmoor. Hier oben. Das interessiert mich, da könnte man aber vielleicht von hier oben lang mal sehen. Aber hier unten, da will ich hin. Gucken wir einfach mal. Sehr gut. Und wie viel Geisterlicht habe ich jetzt? Steht das zufällig irgendwo? Hier vielleicht? Nee. Aber das ist sehr, sehr geil hier. Gehen wir aber mal links weiter. Okay. Wir können jetzt... Oha. Zumindest ein bisschen tauchen können wir ja jetzt. Weil wir haben ja das Wasser gereinigt vor einiger Zeit. Oh. Ah. Oh, scheiße. So, jetzt haben wir es aber endlich mal. Hat ja nur Stunden gehandelt hier. Die Musik untermalt meine Stimmung gerade, weil ich immer noch sehr, sehr unglücklich darüber bin, dass... Oh Gott, hab ich zu spät gesehen. Dass Kuh nicht mehr lebt, gerade in diesem Augenblick. Es ist so bitter. Luma sehen? Ja. Aber, aua, mein Gott. Oh. Wobei, wait a second. Okay, der ist ja crazy drauf. Nicht, dass ich das irgendwie anders erwartet hätte, aber trotzdem heftig. Gehen wir hier nochmal hoch. Hoch. Wow. So, hier. Gimme this. Sehr gut. Dankeschön. Da fällt mir ein, vielleicht sollte ich hierfür jetzt mal... Obwohl, muss ich sie überhaupt ausrüsten, um das zu können? Nein. Okay, perfekt. Das wusste ich jetzt nämlich nicht. Ausrüsten muss ich sie dann. Wie soll ich das denn machen gerade?
Okay, hier ist erstmal noch Geisterlicht. Das bisschen noch. Nicht mal mehr 40, dann kann ich mir die Wasseratmung kaufen. Bei Ufer. Perfekt. Das klingt wunderschön hier, aber das ist irgendwie... Oh. Die Dinger geben mir Luft. Wie geil ist das denn? Was bist du? Oh. Aua. Okay. Okay, das werde ich nicht überstehen, leider. Ich weiß gerade nicht so genau, wie das hier werden soll, aber okay. Okay, nice. Ja, der Tod war eigentlich unnötig gerade. Das hätte nicht sein müssen. Da komme ich nicht weiter gerade. Okay, never mind. Dann hat sich das erstmal erledigt. Wohin gehen wir dann? Was ist hier? Gerücht? Gehen wir da nochmal hin? Was? Nein. Achso, ich kann von hier aus wahrscheinlich gerade nicht porten, I guess. Nochmal. Dahin porten vielleicht? Ja. Funktionopelt. Die Animation dauert halt auch irgendwie Stunden. Aber er kann mir nichts anhaben, Gott sei Dank. So. Wo hier? Das muss ja eigentlich in unmittelbarer Nähe sein. Hier nämlich. I think. Und ab dafür. Weitere Slots kann man immer brauchen. Verzieh dich. Okay, gut. Falsch. Genau. Warum chillt der dann da so rum? Ich mich erschrocken, aber alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Wow, 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 wow. Entspanne er sich bitte. Heilige... Oh mein Gott. Okay, gut. Oh mein Gott, wer bist du denn?
Uhuhu. Geilo. Good. Very good indeed. So, was nehmen wir denn? Was ist das? Mehr Lebenskugeln? Joa. Nee. Klingt erstmal ganz vernünftig, denke ich. Ist da oben noch was? Scheint nicht so. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ne, da ist nichts. Okay, perfekt. So, wir sind wieder weg, Sumibumi. Hier ist ein Gerücht. Und da ist... Nee, das ist wahrscheinlich das, was Kvolok mir erzählt hat. Stiller Wald. Ich überlege gerade, wo gehe ich jetzt am besten hin. Vielleicht wäre das hier auch nicht schlecht. Da komme ich im Moment nicht hin. Das ist so eine Energiezelle, glaube ich. Lass mal da nochmal hinporten. Und mal einen anderen Weg einschlagen. Da oben ist eine... ist ein Lebensfragment. Perfekt. Optimal! Geilo. Gut. Hätten wir uns gegönnt. Ich will noch mal kurz speichern. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob es zwischengespeichert wurde. Ich habe nicht drauf geachtet. Jetzt auf jeden Fall. So. Wunderbar. Wo wollte ich jetzt hin? Hier runter vielleicht. Perfekt. Jetzt kann ich mir das... Ich glaube, das mache ich auch. Einmal bitte hier hin. Ich will zu Ufer. Und will mir... die Fähigkeit kaufen, dass ich unter Wasser atmen kann. Weil dann komme ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. So, wo ist Ofa? Ofa, Ofa, Ofa. Ofa. Da. Hey! Ja, möchte ich. Das möchte ich, bitte. Perfekt. Geile Shitness, Alter. Mega gut. Okay, das wurde gespeichert. Ist das was, das ich anlegen muss? Nee, Gott sei Dank. Das ist einfach so drin. Gut, dann können wir ja jetzt... Wo ist denn das hier? Wenn ich hier schon bin, dann können wir auch nochmal kurz hier rüber gucken. Wo... Ein Stückchen weiter noch. Hier runter. Da waren wir schon. Da ist ein Moki. Achso, das kennen wir schon. Minenarbeiter habe ich bis jetzt noch keinen gefunden. Achso. Hier komme ich im Moment nicht weiter, so war das. Genau. Okay. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Nee.
Hier war ich. Dann können wir doch jetzt vielleicht... War es das hier? Doch, ich glaube schon, ne? Wo das hier so weiterging? Oder war das von hier aus? Ich bin irgendwie gerade richtig hart verwirrt. Tintenmoor. Wir können ja hier nochmal hin und gucken. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Ich weiß, das ist alles gerade so ein bisschen durcheinander, aber ich will einfach wissen, was so los ist, was so abgeht und so. Ne, ist da so aus? Hier unten... Konnte man da jetzt nicht hin, oder? So, perfekt, danke schön. Ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Ich bin echt schlecht. Ein Stückchen weiter noch, okay. Hier runter. Ach so. Da ist nix. Hier ist Water. Genau. Da waren wir schon. Da ist Gorlek-Erz. Okay, sexy. Dann gucken wir doch mal. Ach, viel besser. Das ist doch optimal. Wie viel brauche ich? Ich glaube, brauche 6, damit Grom weitermachen kann. Bin mir jetzt nicht sicher. Gehen wir wieder durch. Perfekt, so. Ja, super. Oh, das hier sieht so schön aus, ne? Also diese Farben immer. Aua. Das war jetzt nicht so gut. Wo ist jetzt hier noch ein Punkt? Ein Stückchen weiter. Ist hier auch was zufällig? Nee. Sah so aus. Rechts. Oh yeah. Perfekt. Da kam ich nur nicht hin. Damit hätten wir das auch. Aber das Gute ist, wartet mal. Wenn wir jetzt hier wieder hochkommen. Irgendwas eigentlich? Nicht wirklich. Vielleicht können wir hier noch irgendwas Geiles finden. Ja, ich glaube, mein Perk macht sich bemerkbar hier. Scheiße. Nochmal bitte. Ja, perfekt. So genau, hier jetzt ein bisschen oben lang. Okay, dass du mich hier so ein bisschen hochgießt. Ups. Aua. Warte, da oben. Da oben ist Shit auf jeden Fall. Lass ich mal wieder. Ah ja. Geilo, ich bin oben.
Ich weiß noch nicht, was mir das bringt, aber ich bin da. Das ist ja erstmal das Wichtigste, ne? So, sehr gut. Okay, ich muss erstmal irgendwie da rankommen. So. Ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. Ich habe ja noch den Bogen, den wir uns dazu nutzen könnten. Danke. Gut. Wo kommen wir hier hin? Au, 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 au. Kann man dich auch, ist das eine Spinne? Okay, nein. Diese Projektile. Ach nee, das sind. Was ist das? Aua. Was ist das? Eine Fledermaus? Ich habe so das dunkle Gefühl, hier sollte ich noch nicht sein. Oder? Ich weiß es gerade ehrlicherweise nicht. Was für ein Gerücht ist hier? Stilles Rad. Das würde mich aber schon interessieren, muss ich sagen. Okay. Spuck nochmal. Was haben wir hier? Ja, mega! Das läuft doch. Wie geschnitten Brot. So, hier geht's theoretisch, glaube ich, auch runter, wenn ich's wollte. Mhm. Nur ob ich's will, weiß ich gerade noch nicht so genau, um ehrlich zu sein. Aua. Oh. Okay, Kumpel, nochmal. Könntest du nochmal hier so ein bisschen? Oh, perfekt, Junge. Perfekt. Ja. Oh, yeah. Okay. Da komme ich so aber nicht ran, okay. Gucken wir mal hier weiter erstmal. Ich kann es halt nur von einer Seite scheinbar machen. Das wirkt zumindest gerade so. Kann ich hier runter? Muss ich hier irgendwas machen? Nein. Okay. Ja, und von hier komme ich im Prinzip. Ja, aber ich würde da eigentlich gerne hin. Naja, was nicht ist, ist nicht. Ja, okay. Da ist nix. So, jetzt waren wir hier nochmal. Wenn ich da nochmal runter gucken, also hier so, ob wir da an dieses Erz rankommen. Wo war das? Noch ein Stück weiter.
Geh weg, Mann. Lass mich doch in Ruhe. So. Leave me alone. Genau, hier runter. Ja. Ja. Das ist richtig. Perfekt. Schon wieder 500 Geisterlicht zusammen. Das ist so krass. So, Moment. Da oben irgendwo ist das Gorlek-Erz. Da? Vielleicht? Ach da. Ja, geil. Das heißt, ich glaube, mit 6 könnten wir jetzt tatsächlich Grom wieder ein Projekt realisieren lassen, oder? Okay. Ja, mega. Weiteres Fragment. Sehr, sehr, sehr schön. Wichtig. Was ist da rechts noch? Das sieht auch so aus, als ob da irgendwas wäre. Na, immerhin, sag ich mal. Perfekt. Dankeschön. Okay. Nice. Dann hätten wir das jetzt ja auch alles abgeklappert. Bin ja immer noch am Überlegen, wo wir jetzt am besten hingehen sollten. Wo war denn hier die... Hier war die... Vielleicht mal in diese Luma-Seen gehen. Oder ich könnte auch Bauer besuchen gehen. Bauer. Boar. Ich weiß nicht, wie man es am besten ausspricht. Oh, guck mal. War das hier sonst auch schon so? Nee, oder? Oh! Hier ist Erz! Ja, gucken Sie mal an! Als hätte ich's geahnt. Wie geil ist das denn? Siehst du, das wollte ich nämlich noch. Ich wollte Grom besuchen. So ist es gewesen. Ich wollte gucken, ob er jetzt noch was Neues realisieren kann. Auch mit 7 Gepäck, glaube ich, auf jeden Fall. Mega gut. Ja, bitte. Oh, 2 Sachen. Auf dem Baum am Feuer oder der Eingang zur alten Höhle sieht aus, als würde er bald zusammenbrechen. Aber wir Gorlek haben bei unserer Flucht in die Minen das ein oder andere über den Tunnelbau gelernt. Ja. Fantastisch, ich werde mich gleich darum kümmern. Ja, na, den Mantau. Was ist das mit der Eichel? Die Höhle ist sicher und kann erkundet werden. Also zumindest der Eingang ist sicher. Sei vorsichtig da unten. Was hast du sonst noch? Also, was ist das hier? Ein wenig Gorlek-Magie. Die Moki haben recht, bauen ist nur die halbe Arbeit. Ohne ein wenig Dekoration ist nichts wirklich fertig. Och. Und irgendwas haben wir dann hier noch, aber... Ja, geil. Wo war der jetzt nochmal? In die Dunkelheit. Das müsste ja gleich hier sein eigentlich, ne?
Fuß gekommen und hat es für mich aufgemacht. Aber es war kein kleines Loch, es war eine ganze Höhle. Da unten wirst du Licht brauchen, die Dunkelheit tut weh. What? Ich hab kein Licht. Okay, ich glaube, das ist dann was, das ich mir später mal angucken muss. Na, das hier hat er jetzt nicht gemacht, aber es ist natürlich die Frage, ob er überhaupt der Ansprechpartner dafür wäre. Das weiß ich jetzt nicht. Ja Mensch, mega geil. Da freue ich mich jetzt aber schon wieder. Okay, Leute. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, mache ich hier an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.